2. Radio Jazznacht. Liebe Jazzfreundinnen und Freunde, Markus Wölfle begrüßt Sie herzlich zu 115 Minuten Jazz. Was erwartet Sie heute? Zunächst unterhalte ich mich mit dem Schlagzeuger Patrick Manzecki. Er wird nicht nur seine eigene Musik vorstellen, sondern auch an seinen Vater, den Drummer Franco Manzecki, erinnern, der am 10. September 84 Jahre alt geworden wäre. Ausklingen wird die Radio-Jazz-Nacht mit Aufnahmen des Organisten Eddie Louise. Doch zunächst Bühne frei für Patrick Manzecki. Thank you.
Das war das Titelstück des Albums Red and Able, das erste Album meines Studiogastes Patrick Manzecki im Jahr 2000 aufgenommen. Patrick, ich freue mich, dich heute live im Studio zu begrüßen. Ja, und ich freue mich, dich zu begrüßen und natürlich auch alle Zuhörer. Herzlichen Dank. Patrick, der Titel Red and Able für ein erstes Album verrät, glaube ich, schon einiges. Hast du dich im Jahr 2000 sozusagen reif für dein erstes Album gefühlt? Ja, also für das erste Album unter eigenem Namen. Denn ich hatte ja davor schon einige CDs eingespielt. Aber es war die Zeit, wo ich mich entschlossen habe, ganz auf die Musik zu gehen. Ich hörte auf mit dem Studieren. Ich wollte ursprünglich Italienisch und Französisch auf Lehramt studieren und stellte dann einfach fest, die Musik ist meins. Ich begann erstmalig auch unter eigenem Namen aufzutreten. Ich hatte meine erste eigene Reihe, die vom Restaurant Wessenberg, in dem diese Live-Scheibe entstand, dann tatsächlich als Förderer und als Sponsoren. Und dann dachte ich ganz einfach, wenn wir schon ein Titelstück spielen mit dem Titel Ready and Able, dann ist es eine interessante Geschichte, weil es natürlich auch einen provokativen Titel hat. Also nicht nur für den Zuhörer, sondern es war einfach für mich auch so eine Herausforderung, dass ich mir dann einfach sage, ja, jetzt bin ich einfach bereit. Jetzt sollte man verraten, wen wir gehört haben. Ja, wir haben gehört am Klavier Andy Herrmann aus Freiburg, an der Gitarre Wesley G aus Kaiserslautern und am Kontrabass Jimmy Woody, der einigen Zuhörern doch bekannt sein dürfte durch seine langjährige Zusammenarbeit mit Duke Ellington, aber auch mit Musikern wie Charlie Parker, Miles Davis. Das ist toll. Der Bassist Jimmy Woody, der ist ja seit 10 Jahren nicht mehr unter uns. Ein Anlass, jetzt auch ein bisschen über ihn zu sprechen. Ich erinnere mich noch ganz genau, das war der April 2005. Da starben innerhalb von wenigen Tagen auf einen Schlag Jimmy Woody, Percy Heath, Nils Henning Ørsted-Petersen. Man kam gar nicht mehr her, nach mit den Nachrufen. Und der Jimmy Woody, der lebt ja seit 1960 in Europa, lange auch in der Schweiz, was ja von deiner Heimat Konstanz nicht allzu entfernt ist. Aber wie hast du ihn kennengelernt? Es ist ja nicht so normal, dass man seine erste CD gleich mit Jimmy Woody aufnimmt. Ja. Also nachher sprechen wir ja noch darüber, Jimmy Woody spielt in den 60er Jahren mit meinem Vater, der auch Musiker und Schlagzeuger war. Aber ich persönlich habe Jimmy Woody kennengelernt im Jahre 1980 oder 81. Ich war ein Junge von 10 oder 11 Jahren, als ich mit meiner Mutter damals auf dem Jazzfestival in Nizza war und Jimmy Woody spielte, ich glaube, mit George Wynn. Und dann sagte meine Mutter, jetzt musst du unbedingt den Onkel Jimmy kennenlernen. Also das bedeutet, aufgrund der Zusammenarbeit mit meines Vaters war da natürlich schon eine Connection da. Später dann tatsächlich besuchte er uns immer wieder in Konstanz, meistens ganz spontan. Und so habe ich ihn dann einfach näher kennengelernt. Und als ich dann irgendwann mal als Zuhörer, als Gast auf einem seiner Konzerte war, dann in der Schweiz, das war dann kurz vor dieser Live-Aufnahme. Da bat er mich, wie das eigentlich selbstverständlich war, ganz früher, ob er bat mich auf die Bühne, ob ich nicht ein, zwei Stücke mitspielen wolle. Und so ergab sich dann endlich die lang ersehnte musikalische Zusammenarbeit mit ihm. Wie hast du ihn halt so als Mensch erlebt? So? Er war ein sehr jovialer Typ. Er war ein sehr eleganter Mensch. Er war natürlich ein Musiker durch und durch im Sinne des Teamgeistes und des Zusammenspiels. Er war natürlich insofern treu, als dass er nach dem Tod meines Vaters, wir sprechen da ja noch darüber, er war so treu, dass er eben uns immer wieder besuchen kam in Konstanz. Also er war, ich denke mal, ein ganz eleganter, sensibler, durchaus lebensfroher, wunderbarer Mensch. Dann lass uns doch mal gleich über die Zusammenarbeit deines Vaters mit Jimmy Woody sprechen. Naja, Jimmy Woody lebte ja viele Jahre in Europa und damals in den 60er Jahren, ich habe den Eindruck, spielten irgendwie alle mit allen. Und so gab es eine sporadische Zusammenarbeit und sie waren wohl auch ganz gut befreundet, verstanden sich gut. Und
sehr viel kann ich darüber nicht sagen. Ja, ich kann mich nur an eine Geschichte erinnern, die hat mich sehr, sehr stolz gemacht. Als Jimmy Woody dann über die Freundschaft zu Kenny Clarke, dem großartigen Schlagzeuger, dem Visionär, dem Vater des modernen Jazz-Schlagzeugs sprach, da erwähnte er zwei oder dreimal, dass also Kenny Clarke sehr auf meinen Vater stand. Und das hat mich natürlich unglaublich stolz gemacht. Ja, hören wir also Jimmy Woody und deinen Vater, Franco Manzecchi, in After You've Gone. Und sie sind zusammen mit dem Pianisten Jack Duvall und Art Simmons. Patrick, dein Vater Franco Manzecchi war in Europa der Lieblingsschlagzeuger so unterschiedlicher Größen wie Memphis Slim und Johnny Griffin, was schon auch mal einiges über seine Spannweite verrät. Ja, und Johnny Griffin hat ja mit allen gespielt, nicht zuletzt mit dem Schlagzeuger Kenny Clarke, den du eben erwähnt hast. Und der war ja auch ein guter Freund von ihm, nicht wahr? Ja, er hat meinen Vater kurzzeitig unterrichtet. Und wie so viele Schlagzeuger damals, die in Europa Jazzmusiker werden wollten und zwangsläufig dann nach Paris gingen. Also Schlagzeuger wie Han Benning und so viele europäische Schlagzeuger, die dann mit Kenny Clarke gelernt haben über die Sprache des Bebops. Und über Kenny Clarke hat dann mein Vater tatsächlich die Ehre gehabt, mit Bud Powell im legendären Blue Note spielen zu dürfen. Und ja, ich denke, Kenny Clarke war wirklich der musikalische Ziehvater meines Vaters. Schön. Wir werden in einer Stunde ungefähr Kenny Clarke und Bud Powell zusammen hören, aber jetzt geht's anders weiter. Ja, wie ging eigentlich die Laufbahn deines Vaters los, nachdem er am 10. September 1931 in Ravenna geboren wurde? Mein Vater war der jüngere Bruder von Gino und Gino war Trompeter und Schlagzeuger und irgendwann mal tat es ihm der kleine Bruder nach und sie gründeten eine Band und irgendwann mal zeichnete sich ab, dass Gino bei der Trompete bleiben würde und mein Vater beim Schlagzeug bleiben würde. Und relativ bald war meinem Vater klar, dass er Musiker werden würde. Er hat tatsächlich, so ähnlich wie ich, auch erst einmal studiert. Er ist tatsächlich Lehrer geworden, hat in Bologna studiert,
hat aber dann nebenher so viel Musik gemacht, dass er sich dann irgendwann mal entschieden hat, den Weg des Musikers zu gehen und über Umwege, über Wien zum Beispiel im Jahre 1956, glaube ich, und St. Moritz landet er dann schlussendlich 1957 in Paris und hat dann angefangen, vor allen Dingen, ja, Dixieland-Musik zu spielen, einfach den alten Swing-Stil zu spielen. Und sein Traum war es, immer Bebop-Musiker zu werden, also den modernen Jazz spielen zu können. Und von daher nahm er dann Unterricht bei Kenny Clarke. Und wie ich schon erzählte, so ging das Ganze fort. Ja, in Wien hat er ja noch bei Fatty George gespielt, nicht wahr? Richtig, genau. Und es ist unklar tatsächlich, ob Joe Zawinul, der legendäre Gründer der Band Weather Report, und mein Vater sich begegnet sind, aber auf jeden Fall haben sie im selben Jahr zusammen in Fatty Georges Band gespielt, das habe ich herausgefunden. Na gut, das ist dann ziemlich wahrscheinlich sogar. Ja, Frankreich, ich denke, die bekanntesten Aufnahmen deines Vaters sind ja wohl die Last Recordings von Eric Dolphy, und da wirkt auch dieser Jacques Dieval mit, den wir eben gehört haben. Ja, Jacques Dieval, eine ominöse Größe im französischen Jazz, man nannte ihn damals den Debussy des Jazz. Wie wir Jazz-Fans natürlich wissen, gibt es nur einen Debussy des Jazz, das ist natürlich Bill Evans. Evans, ja. Richtig. Aber Jacques Dieval hatte also viele Fäden in der Hand. Er war Produzent, Radioproduzent, und er produzierte auch Fernsehaufnahmen. Es gibt also mittlerweile dank des Internets unglaublich viele Fernsehaufnahmen, die mein Vater in ganz jungen Jahren zeigen, mit ganz großartigen Musikern wie Woody Shaw. Chet Baker. Ja, das sind aber keine produzierten Aufnahmen von Jacques Dieval gewesen. Ach so, das, genau. Aber zum Beispiel Kenny Drew ist dabei und Nathan Davis und Blossom Dearey und Percy Heath und Mill Jackson. Also Jacques Dieval war Pianist und Produzent, und über diese langjährige Zusammenarbeit hatte dann mein Vater die Möglichkeit, eben die ganz Großen des Jazz kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten. Eric Dolphy, Entschuldigung. Ja. Eric Dolphy, du sprachst von Eric Dolphy. Das sind bestimmt die legendärsten Aufnahmen, weil es handelt sich wirklich um die allerletzten Aufnahmen von Eric Dolphy, die jetzt mittlerweile auch als CD vorliegen. Und die hat eben auch Jacques Dieval produziert. Es geht ja auch das Gerücht, dein Vater hätte auch mit Miles Davis gespielt. Ja, das... Das ist wirklich ein Gerücht, und ich denke, dass ich irgendwann mal, ich habe irgendwann mal herausgefunden, dass Miles Davis und mein Vater sich kannten. Das hat tatsächlich auch Jimmy Cobb, der Schlagzeuger von Miles Davis, bestätigt. Ich hatte mal Jimmy Cobb kennengelernt und hatte ihn darauf angesprochen, und jedenfalls hat mein Vater 1960 Miles Davis kennengelernt über Lucky Thompson, der ja auch mit Miles gespielt hatte und der damals mit meinem Vater und Jacques Dieval arbeitete. Sie wurden einander vorgestellt, und es gibt auch ein ganz, ganz schönes Foto von dieser Begegnung, Miles mit meinem Vater. Und später, im Jahre 1969, hat Miles Davis in Paris gespielt. Und als Vorgruppe spielte das Michel Rock Trio. Zu Michel Rock kommen wir noch. Und da saß mein Vater am Schlagzeug. Also sie sind sich einige Male begegnet. Und ein Freund von mir, oder sagen wir mal ein Freund meiner Eltern, behauptete, er habe Miles Davis mit meinem Vater jammen sehen. Also miteinander spontan improvisieren sehen. Während der Jazztage in Antibes in den 60er Jahren, 1963 oder 64, aber ich glaube das so nicht. Das wäre die Zeit mit Tony Williams gewesen. Ja, richtig, genau. Das war das allererste Mal, dass Tony Williams in Europa spielte und für Furore gesorgt hat, und mein Vater war natürlich ab dem Zeitpunkt auch ein sehr großer Fan von Tony Williams. Dann kommen wir zu Michel Rock, da hast du ein Hörbeispiel mitgebracht. Richtig. Erzähl kurz was zu Michel Rock, dieser Name ist ja heute kaum mehr bekannt. Ja, Michel Rock war damals eigentlich die führende Figur im französischen Jazz. Das hielt nicht lange an, er hat sich dann relativ bald zurückgezogen,
Aber mit meinem Vater hat ein berühmtes Trio, was einige Preise eingeheimst hat, und sie haben dann plötzlich auf allen Festivals gespielt. Und ja, dieser Michel Rock starb vor einigen Jahren in Toulouse. Und noch heute gibt es wirklich Musikerkollegen aus Frankreich, die mich auch tatsächlich immer wieder auf Michel Rock ansprechen. Also 7 Platten haben sie zusammen eingespielt. Und diese Zusammenarbeit dauerte, ich glaube, sogar 7 Jahre. Sie haben in diesen 7 Jahren jedes Jahr eine Schallplatte aufgenommen. Und das eine ist dieser FBM Blues. Thank you.
Unglaublich. Jedes Mal, wenn ich diese Platte höre, das ist übrigens die erste Platte, die Michel Rock mit meinem Vater aufgenommen hat, bin ich immer wieder begeistert. Und wenn man bedenkt, dass diese Aufnahme 1966 entstand, im Übrigen mit Benoît Charvet am Kontrabass, dann finde ich es interessant zu erwähnen, dass die Aufnahme, die wir vorher gehört haben, auch im Jahr 1966 entstanden ist. Also, wenn man so will, ist diese Aufnahme frischer, wilder, verrückter, freier. Es ist, ja, es ist die Zeit, in der der Free Jazz oder New Thing, wie man damals sagte, sich allmählich auch in Europa durchgesetzt hat. Und wie emanzipiert das Spiel meines Vaters plötzlich ist. Die Aufnahme davor finde ich auch wunderschön, aber musikalisch finde ich dann Michel Rock sehr viel interessanter. Wenn man bedenkt, dass das die erste von 7 Platten ist, dann kann Ja. man sich vorstellen, in welche Richtung sich das Trio dann noch entwickelt hat. Und es ist eine Schande, dass man diese Musiker, diese Band einfach nicht mehr kennt und diese ganzen Aufnahmen auch gar nicht mehr erhältlich sind. Ja, sowas passiert nun mal, Ja. ja. Aber die Generation um Michel Rock herum erinnert sich noch ganz, Ja, ganz ja. genau. Also die Freunde, die man so hat auf Ja, Facebook, die ja. früheren Impresarios und Kritiker, sprechen mich immer sofort auf Michel Rock an. Ja. Wir haben jetzt deinen Vater mit einer klavierlosen Gruppe gehört. So eine Gruppe hast du ja auch geleitet und auf der CD verewigt. Wollen wir das zum Vergleich hören? Und wie ist die Gruppe entstanden? Ja, das Patrick Manzecki Trio, das ich ganz schnell formieren musste, ganz schnell gründen musste, weil ich ursprünglich mit dem Bel Art Trio, bestehend aus meiner Wenigkeit, Gregor Hübner an der Violine und Veit Hübner am Bass, ersetzen musste. Wir sollten ursprünglich nach Rumänien reisen. Jetzt haben die Hübners abgesagt und ich spielte in Stuttgart. Dann lief mir der Tenorsaxophonist Jürgen Bodner über den Weg. Den hatte ich 3, 4 Jahre nicht mehr gesehen. Sag: Jürgen, was machst du nächsten Monat? Willst du mit mir nach Rumänien reisen? Ja, warum nicht? Dann haben wir den Bassisten Jens Loh dazu geholt und nach einer erfolgreichen ersten Tournee, wir sind dann ein zweites Mal dann noch nach Rumänien auf Einladung des Goethe-Instituts in Iași, haben wir beschlossen, den Saxophonisten Andreas Meile dazu zu nehmen. Andy Meile, dem ich es zu verdanken habe, dass ich professionell geworden bin, hat unser Trio gehört und sagte: Wisst ihr was, Jungs, ich würde unwahrscheinlich gerne mitspielen. Und ja, der Vergleich drängt sich schon auf, als dass du in einem klavierlosen Trio natürlich mehr Freiheiten hast, auch fürs Interplay. Man wird schon deutliche Unterschiede hören. Trotzdem haben wir eine Nummer eingespielt im Jahre, wann war es, 2003, die tatsächlich auch um diese Zeit entstanden ist. Nefertiti, auch im Jahre 1966, auch wild gespielt, und zwar von Wayne Shorter komponiert, der damals mit Miles Davis spielte und dem vorhin schon erwähnten Schlagzeuger Tony Williams. Wir haben diese Nummer einfach anders gespielt. Wir wollten kein Plagiat von dieser legendären Komposition produzieren, sondern haben versucht, etwas feinsinniger, etwas langsamer zu spielen. Und ja, lassen wir uns überraschen. Ja. Thank you.
Sie hören die Radio-Jazz-Nacht mit Markus Wölfe. Das war Nefertiti aus dem zweiten Live-Album von Patrick Manzecki. Das Album heißt Jodas Dilemma. Der erste Solist war Andi Meile, der zweite Tenorsolist Jürgen Bodner, Jens Loh Kontrabass und eben Patrick Manzecki am Schlagzeug. Ja, an diesem Album hört man sehr gut. Patrick, du gehörst nicht zu den Drummern, die in jedem Stück endlose Soli spielen und eine Show draus machen. Du dienst der Musik, bleibst auch als Lieder sozusagen Sideman. Patrick, du hast erst nach dem Tod deines Vaters im Jahre 1979 angefangen, Schlagzeug zu spielen. Inwieweit war dein Vater Anlass, Schlagzeuger zu werden und darin auch dein Vorbild? Ja, man muss sagen, zu Lebzeiten meines Vaters habe ich mich nicht interessiert für die Musik. Das ist schon richtig. Ich denke, prägend war tatsächlich dieser furchtbare Einschnitt, der Verlust des Vaters und die große Frage, wer war denn eigentlich mein Vater? Und so war das relativ selbstverständlich, dass ich dann angefangen habe, einige seiner Aufnahmen anzuhören. Und Vorbild war er mir zunächst nicht. Es gab andere Vorbilder. Ich brauchte vielleicht so etwas wie eine Distanz, eine musikalische Distanz zumindest zu meinem Vater. Emotional sah das natürlich ganz anders aus, aber ich habe erst später festgestellt, wie sehr ich von ihm beeinflusst bin. Einerseits von der Genetik, selbstverständlich. Andererseits auch menschlich und das spielt ja dann auch im Musikalischen, in der musikalischen Umsetzung eine nicht geringe Rolle. Und und dann auch durch die Auseinandersetzung, sagen wir mal, ganz, ganz kühl, ganz distanziert auf der technischen Ebene. Also ich habe dann durchaus angefangen, irgendwann mal später einige seiner Figuren zu studieren und nachzuspielen. Also insofern war das nicht so ein selbstverständliches Vorbild. Das war eine besondere Form der Annäherung. Und inwieweit haben dich andere Schlagzeuger geprägt? Du solltest schon ein paar Namen nennen. Naja, also in erster Linie Max Roach. Das habe ich erwartet. Ja, in erster Linie Max Roach und zwar einfach durch die, das ist bekannt, durch seine unglaubliche Melodiosität. Und ich finde, wenn ich mal so ganz plakativ einen Vergleich heranziehen darf. Ich finde, dass er als Schlagzeuger seine Mitmusiker wie ein Pianist oder ein Gitarrist begleitet. Also unglaublich feinsinnig und unglaublich dicht. Dann selbstverständlich Roy Haynes, selbstverständlich Elvin Jones, Tony Williams, Vernal Fournier, Philly Joe Jones, Daniel Lumière. So viele. Einfach alle, die etwas zu sagen haben und die auch, das sollte ich vielleicht schon auch erwähnen, die das Glück hatten, in großen Bands zu spielen. Das heißt also, den Band-Sound auch mit zu beeinflussen. Mhm. Nicht nur aus technischer Hinsicht sind Schlagzeuger für mich interessant, sondern natürlich auch in musikalischer Hinsicht. Inwieweit können sie Musik generieren durch ihre musikalische Einstellung? Du bist ja jetzt selbst ein gefragter Schlagzeuger, der ebenso mit deutschen und Schweizer Musikern spielt wie mit gastierenden amerikanischen Stars. Magst du einige Highlights einfach mal herausgreifen? Ja, also das größte Highlight ist tatsächlich die Entscheidung gewesen, Musiker zu werden. Mhm. Das bedeutet, wann immer ich die Chance habe, gute Musik zu machen, ist es natürlich nicht entscheidend, wie bekannt ein Musiker ist. Aber wenn es darum geht, irgendwie die wirklichen Karriere-Highlights zu nennen, dann sicher meine Zusammenarbeit mit Ritchie Bayrach, dann sicher die Tatsache, dass ich einmal für Billy Hart einspringen durfte. Ich finde Musiker wie Scott Hamilton oder Paolo Frisou, die ich begleiten durfte, einfach unglaublich. Ich bin unglaublich stolz, dass ich in Amsterdam im Beamhaus, im legendären Beamhaus einmal spielen durfte mit Dick Oates und Gary Smulyan, gleichzeitig an der Seite von Jasper Blom, einem niederländischen Tenoristen, die ja beide, also sowohl
Dick Oates als auch Gary Smullyan berühmt geworden sind, dass sie in der Band, in der Big Band des legendären Jazz-Schlagzeugers Mel Lewis spielten. Also das sind Highlights. Oder dass ich mit Barry Harris gespielt habe, finde ich unglaublich. Barry Harris, den ich als Junge schon bewundert habe an der Seite von Cannonball Adderley und der ja auch mit Charlie Parker und vor allen Dingen viel mit Dexter Gordon gespielt hat. Das sind wunderbare Erlebnisse. Oder Jimmy Woody, einfach solche Leute. Mit Richie Bayrach und George Maas zusammengespielt zu haben, die ja ganz früher an der Seite von Jack DeJohnette gespielt haben. Also das finde ich auch einfach unglaublich. Also ich bin schon, auf diesem Gebiet bin ich schon sehr glückselig und bin sehr... sehr, sehr happy. Aber auch deutsche Musiker wie eben Andy Meile oder Steffen Schorn, Gregor Hübner, Cornelius Claudio Kreusch. Also die Begegnungen sind einfach wichtig. Ja. Kommen wir wieder zu deinem Vater. Du hast noch ein Beispiel aus der Platte deines Vaters mitgebracht, die dich sehr beeinflusst hat. Ja, eine Platte von Mel Waldron. Das dürfte die erste Schallplatte gewesen sein, die ich herausgezogen habe aus dem Schallplattenwerk meines Vaters. Mel Waldron, der ja Billie Holiday begleitet hat, aber eben auch mit Eric Dolphy, den ja mein Vater auch begleiten durfte, gearbeitet hat. Und der auch auf einer Schallplatte mit John Coltrane zu hören ist. Und diese Platte wurde in Paris aufgenommen und lautet Ursula unter dem Namen von Mel Waldron. Am Kontrabass spielt Patrice Caratini und eben mein Vater. Und wir hören einen Blues, den mein Vater komponiert hat, First Baseman. Das ist auch interessant. Das hat dein Vater komponiert, aber du komponierst nicht. Warum eigentlich? Ich kann es schlichtweg nicht. Ich denke, das hat damit zu tun, dass ich mich in einer Zeit, in der ich hätte eigentlich Klavier lernen sollen, in der ich mich eigentlich dafür hätte engagieren müssen, doch vorgezogen habe, Französisch und Italienisch zu studieren. Das heißt, es ist ein Manko, aber nichtsdestotrotz verlagere ich das Komponieren. Das klingt vielleicht ein bisschen großspurig, aber es ist mir ernst, wenn ich das behaupte, auf meine begleiterischen Fähigkeiten. Ich versuche dann tatsächlich im Spielen selbst zu komponieren. Ich versuche die Dinge, die ich dann tatsächlich höre, auf dem Schlagzeug im Moment zu übertragen. Darin sehe ich mich als Komponist. Aber Komposition schreiben, nein, das war nie meins. Und nun kommt also Mel Waldron mit Franco Manzecchi. Thank you.
Patrick, von deinem Vater haben wir bislang Aufnahmen aus den 60er Jahren gehört. 1979 ist er erst 47-jährig gestorben. Du wurdest 1969 in Paris geboren. Lass uns über die 70er Jahre sprechen und damit zusammenhängend von deiner Kindheit. Wie hast du deinen Vater als Mensch erlebt und wie seine letzten Jahre? Ja, ich habe ihn als sehr warmen Menschen erlebt und wir lebten ja bis 1977 in Paris, bevor er dann erkrankte und meine Mutter, die ja Deutsche ist, sich dann entschlossen hat, eine Zukunft aufzubauen in ihrem Heimatland. Und so sind wir dann zu dritt nach Konstanz gezogen. Mein Vater war in erster Linie motivierend, jovial, sehr humorvoll. Er war gerecht, als Vater war er gerecht. Und ja, vielleicht war er die stärkende Schulter, die mir dann später irgendwo gefehlt hat. Mhm. Denn hätte er gelebt, hätte es sein können, dass ich mich gegen die Musik entscheide oder erst recht mich für die Musik entschieden hätte. Also es ist, wie es ist, aber ich habe ihn in sehr herzlicher Erinnerung. Ja. Du hast uns seinen Schwanengesang mitgebracht, seine letzte Aufnahme. Ja, es gibt eine Aufnahme und das ist dann auch schlussendlich seine einzige Aufnahme unter eigenem Namen, wenn man so will. Sie ist in Kooperation mit Patrice Gallas, dem Organisten, und Marc Fosset, dem Gitarristen, entstanden. Marc Fosset kennt man ja hinlänglich als Begleiter von Stefan Grappelli, den mein Vater auch begleitet hat. Es gibt also auch eine Schallplatte. Und es ist wieder eine Komposition von ihm, also so ähnlich wie die Komposition, die wir jetzt eben gehört haben. Sie nennt sich Franco Valls. Sie war ursprünglich tatsächlich eine Komposition, die er mir gewidmet hat. Aber wie du so schön ausgedrückt hast, es ist sein Schwanengesang. Also er ahnt, dass er stirbt. Und er ist auch kurz nach der Veröffentlichung dieser Aufnahme verstorben. Und hat sich dann selbst ein Denkmal gesetzt, indem er dann aus Patrick Valls Franco Valls gemacht hat. Und was mich an dieser Aufnahme so fasziniert, das ist eben auch eine sehr, sehr frühe Aufnahme, die mich enorm beeinflusst hat. Neben der Platte, die wir eben gehört haben, seine unglaubliche Reife in seinem Spiel. Kein Ton ist zu viel. Die ganze Platte ist der völlige Wahnsinn. Sie nennt sich Organ, also einfach auch ganz interessant, denn er starb ja an Herzversagen und Organ steht ja auch für die Orgel. Ah, ja. Also ich möchte sagen, sie ist so etwas wie sein Abschied. Und es ist natürlich auch der Abschluss für heute Abend. Es ist die letzte Aufnahme, die wir von meinem Vater hören, aber wir mögen sie genießen. Thank you.
Das war Franco Manzecchi und Patrick Manzecchi, sein Sohn, ist mein Studiogast. Patrick, mit deinem multinationalen Background bist du ja Weltbürger. Du spielst in allen erdenklichen Stilen mit Menschen aus aller Welt. Aber es gibt eine Konstante in deinem Leben, die witzigerweise auch Konstanz heißt. Und davon können dich, wie es scheint, München, Paris, New York, Berlin nicht weglocken. Ja, und bei den diversen Jazzaktivitäten der Stadt bist du auch führend dabei. Ja. Ich bin Vorstandsmitglied des Jazzclub Konstanz, der bald seinen 36. Jazzherbst ausrichtet. Eigentlich auch ein legendäres Jazzfestival. Und ja, als der Sohn eines Gründungsmitgliedes, denn mein Vater hat also der Stadt Konstanz mit verholfen, diesen Club zu gründen, bin ich natürlich ganz stolz, dass ich mehr oder weniger dabei sein darf. Ich habe meine eigene Reihe Jazz im Kulturzentrum, die von der Stadt Konstanz getragen wird. Ich fühle mich da sehr wohl und da ich ja doch mit allen möglichen Leuten spiele und so etwas wie eine Entwurzelung immer gespürt habe, wer bin ich eigentlich? Sohn eines Italieners, in Paris geboren, in Paris schon in der ersten Klasse gewesen, dann nach Konstanz gezogen, habe ich mich einfach entschlossen, in Konstanz zu bleiben. Ich habe mir wohl Städte angeschaut, ich habe mir Berlin, ich habe mir München, ich habe mir Köln angeschaut, ich habe mir auch Paris angeschaut, als ich mich entschieden habe, Musiker zu werden. Und doch bin ich einfach gerne in Konstanz geblieben. Ja, ich habe es, glaube ich, angedeutet, du kennst doch keine stilistischen Barrieren. Nein, es gibt, wie Duke Ellington schon gesagt hat, gute und schlechte Musik. Ich bin wohl über den Jazz zur Musik gekommen, habe mich dann relativ bald für klassische Musik geöffnet. Natürlich eher die modernen, die Impressionisten, Debussy, Tschaikowski, Stravinsky. Und bin dann als Jugendlicher selbstverständlich natürlich auch beim Hip-Hop gelandet. Bei Carlos Santana habe unlängst ein Theaterstück gespielt, was von den Doors handelt. Und ich liebe einfach gute Musik und ich mache da keine Unterschiede. Ich habe auch so etwas wie eine Fusion-Seele. Also es gibt auch Aufnahmen von mir, auf denen ich deutlich moderner klinge, nicht moderner, aber sagen wir mal einfach rockiger klinge als auf den Aufnahmen, die wir bisher gehört haben. Hören wir nun eine Aufnahme von dir, die wir mit der eben gehörten Franco-Walz deines Vaters vergleichen kann, allein schon von der Instrumentierung her. Ja, es ist ebenfalls ein Orgeltrio mit dem Schweizer Organisten Stevi von Wattenwil und dem deutschen Gitarristen Jörg Enz. Wir spielen ebenfalls einen Walzer, allerdings langsamer. Und es ist eine wunderschöne Komposition von Jörg mit dem Titel Wanzentanz, die sehr viel getragener daherkommt. Ich höre sie unwahrscheinlich gern. Und es ist eine Aufnahme aus einer Gemeinschaftsproduktion, wenn man so will, die dritte CD unter meinem Namen mit dem Titel Out of the Box, aber in Kooperation mit Stevi von Wattenwil und Jörg Enz. Thank you.
Deine vierte CD unter eigenem Namen ist noch nicht veröffentlicht. Wir können aber heute schon das Master hören. Richtig. Und zwar ist es eine Aufnahme, die ich mit Richie Bayrach, dem großartigen Pianisten, der lange Zeit mit Dave Liebman ja mehr oder weniger Jazzgeschichte geschrieben hat, und Jens Loh am Kontrabass. Wir haben diese Scheibe eingespielt in Konstanz und wie die anderen CDs übrigens auch alle live, also entweder in einem Konzert oder eben gemeinsam nebeneinander im Studio ohne Box, ohne Kopfhörer. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Das nenne ich vielleicht so etwas wie spontanes Komponieren, weil man dann eben so agieren muss wie auf der Bühne. Und ich bin sehr gespannt, wie diese Aufnahme ankommen wird. Sie wird heißen Rectilinear und dieses Stück von Richie werden wir auch tatsächlich gleich hören. Rectilinear, was ich ein bisschen mitarrangiert habe, und zwar impliziert der Titel, dass die Musik überall hingehen kann. Das passiert in dem Stück selbst, in diesem Titelstück, als auch auf der CD. Das bedeutet, das erste Stück meiner vierten CD wird tatsächlich vollkommen frei beginnen. Und dann geht es über in einen alten Standard mit dem Titel On Green Dolphin Street. Das Besondere an dieser Aufnahme finde ich, dass wir die Standards, die wir an diesem Tag eingespielt haben, spontan entschieden haben und diese auch nur ein einziges Mal aufgenommen haben. Mhm. Die neuen Stücke, wie zum Beispiel Rectilinear, was Jens zum Beispiel noch nicht kannte, er hat es noch nie mit uns gespielt gehabt, und auch andere Stücke haben wir zweimal eingespielt. Einmal zum Kennenlernen, einmal so quasi als Probedurchlauf und einmal dann für die Platte. Das bedeutet, wir waren wirklich insgesamt samt Klavierstimmung lediglich 6 Stunden im Studio. Das ist eine irrsinnig kurze Zeit, um eine CD einzuspielen. Und das Schöne ist dabei, dass man eben, ja, also wer Fehler entdeckt, wie man so schön sagt, darf sie gerne behalten. Und es ist einfach eine zusätzliche Spannung, ein zusätzliches Risiko, was wir da eingegangen sind. Und ich bin sehr happy, weil es einfach frisch und spontan ist. That's Jazz, und ich bin sehr happy über diese Aufnahme. Und
Lasst euch nicht erschrecken von der ersten Komposition und lasst euch belohnen mit dem zweiten Stück. Und ich habe mir einfach gedacht, wer es aushält, die erste Komposition zu hören, wird dann quasi mit dem Rest der CD belohnt. Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber ich bin sehr gespannt, wie es ankommt. Okay.